Hi Leute, ich habe ja im letzten Video gesagt, dass es noch zwei weitere Halloween-Treat-Videos geben wird. Es sind jetzt doch drei, weil ich gemerkt habe beim Schneiden, dass das mit den süßen Sachen viel zu lang wird und ich wollte euch jetzt kein 20-Minuten-Rezeptvideo hochladen. Deswegen gibt es in diesem Video zwei Rezepte, im nächsten Video nochmal zwei und dann kommt noch ein drittes Video mit drei Rezepten. Ich glaube, so ist das ein bisschen besser. Heute machen wir dann die Totenköpfe und zwar gibt es einmal, wie ihr hier schon sehen könnt, die Totenkopfpralinen. Die sind, wie ihr seht, auch noch gefüllt. Ja, und dann gibt es auch noch den Totenkopf im Glas, seht ihr hier jetzt schon und damit fangen wir jetzt auch an. Dafür braucht ihr Vanillepuddingpulver und Wackelpuddingpulver. Welche Farben könnt ihr euch selbst aussuchen? Dann natürlich die Zutaten für den Vanillepudding, solche Gläser und ganz, ganz wichtig ist so eine Silikonform mit Totenköpfen. Die ist super praktisch, damit kann man Backen und Pralinen machen und alles Mögliche. Also so eine Anschaffung ist echt nicht schlecht. Wir fangen jetzt erstmal an, den Vanillepudding zu machen. Den macht ihr einfach nach Packungsanleitung. Kleiner Tipp, wenn ihr hier den Zucker so im Topf verteilt, dann müsst ihr so lange nicht rühren, bis die Milch wirklich kocht. Ich habe übrigens 100 Milliliter weniger Milch genommen. Das ist wichtig, das solltet ihr auch machen, als jetzt auf der Verpackung steht, damit die Köpfe nachher etwas fester werden. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst kriegen wir die Form nachher nicht hin. Genau, dann macht ihr einfach das, was auf der Packung steht, also die Milch mit dem Pulver vermischen und Klümpchen frei rühren. Und wenn dann eure Milch im Topf kocht, vermischt ihr dann einfach alles zusammen und rührt immer gut um, damit keine Klümpchen entstehen. Und wenn sich dann alles gut vermischt hat und es nochmal aufgekocht hat, könnt ihr das Ganze in eure Form füllen. Wenn ihr alles reingefüllt habt, könnt ihr nochmal so ein bisschen klopfen, damit sich alles gleichmäßig verteilt. Und dann kommt das Ganze für ungefähr 2 bis 3 Stunden in den Eisschrank, also einfrieren bitte, damit es nochmal wirklich richtig durchkühlt, aber auch richtig fest wird, weil sonst wäre der Pudding nachher zu weich. In der Zwischenzeit könnt ihr dann den Wackelpudding schon mal machen, der braucht ja auch einige Zeit, bis der dann wirklich fest wird. Ich habe dann hier einfach in kleinen Schüsseln zubereitet, mit kochendem Wasser aufgeschüttet und gut umgerührt. Und dann könnt ihr das erstmal stehen lassen, bis das kalt ist. Und wenn das dann abgekühlt ist, dann könnt ihr eure Totenköpfe aus dem Eisschrank holen. Wie gesagt, wartet wirklich die 2-3 Stunden ab, damit es ausgekühlt ist. Und dann könnt ihr die Ränder so ein bisschen anlösen mit einem Messer, damit es wirklich nachher richtig gut aus der Form zu lösen ist. Aber eigentlich ist das bei Silikonform immer recht einfach. Und dann könnt ihr die Form auch schon rausdrücken und dann seht ihr, das klappt echt ziemlich gut. Obwohl das Pudding ist, dadurch, dass wir weniger Milch genommen haben und das gut durchkühlen haben lassen, bleibt es richtig gut in der Form. Ja, und dann füllt ihr die einfach in solche Gläser. Ich habe jetzt hier solche Einmachgläser genommen, ihr könnt aber auch Trinkgläser nehmen, wenn die von der Form ungefähr hinkommen. Und dann füllt ihr das auf mit dem Wackelpudding. Schüttet den Pudding bitte nicht direkt auf den Kopf, sonst bröselt er so ein bisschen auseinander, weil das doch relativ weich ist, weil es eben Pudding ist. Das taut auch relativ schnell an, deswegen so ein bisschen an der Seite reinschütten, dann löst sich der auch nicht so auf und macht es einfach langsam und vorsichtig und dann sollte das eigentlich ungefähr aussehen wie bei mir hier auch und dann habt ihr euren Totenkopf im Glas. Das Ganze lasst ihr dann einfach noch für ein paar Stunden im Kühlschrank stehen und dann wird der Wackelpudding natürlich auch noch fest und ihr könnt das Ganze schön hochheben und von allen Seiten schön angucken und natürlich auch essen. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Rezept und das sind diese weißen Totenkopfpralinen mit einer leckeren Füllung. Dafür braucht ihr etwa 250 Gramm weiße Kuvertüre, Mascarpone, Puderzucker, Orangenzucker,
Zitronenaroma und rote Lebensmittelfarbe und natürlich wieder die Silikonform. Wir müssen jetzt erstmal die weiße Schokolade zum Schmelzen bringen. Dafür nehme ich einfach so ein Wasserbad und 2/3 der Schokolade. Das ist dafür wichtig, dass wir das nachher so ein bisschen temperieren können, damit die Schokolade nachher glänzend bleibt. Und ich habe immer früher das Problem gehabt, dass meine weiße Schokolade irgendwie klumpig und zu fest wurde. Und ich glaube, das lag daran, dass ich die zu heiß gemacht habe. Und wenn er erstmal nur einen Teil erhitzt und das dann nachher mit der restlichen Schokolade glatt rührt, dann wird das nicht klumpig, nicht komisch und alles perfekt. Ja, dann füllt ihr einfach die flüssige Schokolade in eure Form und versucht die Ränder wirklich richtig gut auch noch zu erwischen, weil das Ganze muss ja nachher schön geschlossen sein wegen unserer Füllung. Ich habe dann nachher, als es schon so ein bisschen angetrocknet war, nochmal richtig verteilt, weil das so flüssig war, dass es vom Rand gelaufen ist. Das sieht zwar dann jetzt hier nicht so schön aus, ihr müsst dann nachher an den Boden auch nochmal ein bisschen auffüllen, falls da so Lücken entstehen. Aber so war die Praline nachher wirklich sehr, sehr gut geschlossen. Und dann kommt das erstmal in den Kühlschrank und wir können die Füllung machen. Dafür vermischt ihr einfach Mascarpone, Puderzucker, den Orangenzucker und das Zitronenaroma zusammen mit der Lebensmittelfarbe. Und ich hätte gerne eigentlich gehabt, dass das aussieht wie Blut, deswegen sollte das auch rot sein. Aber meine Farbe war einfach total doof und hat gar nicht so viel hergegeben. Ich verlinke euch mal in der Infobox eine Farbe, die hatte ich leider nicht da. Von der weiß ich, dass die wirklich gut ist. Und wenn ihr das nachmachen möchtet, könnt ihr die ja vielleicht noch bestellen. Ja, dann wird es einfach mit dem Mixer vermischt und wie ihr seht, ist es bei mir alles andere als rot, sondern rosa und man denkt, das ist irgendwas mit Erdbeere. Aber gut, ich konnte es in dem Moment leider nicht ändern. Und dann füllt ihr einfach diese Füllung in eure Form. Und macht es halt nicht zu voll, weil da kommt ja nochmal Schokolade drauf, damit das Ganze auch geschlossen ist. Und das seht ihr dann hier auch, wie ich die weiße Schokolade nochmal darüber gebe. Das Aushärten geht übrigens total schnell, also die Form ohne Füllung war vielleicht für 10 Minuten im Kühlschrank und dann war das schon hart, also das geht eigentlich sehr, sehr schnell. So stellt ihr das jetzt auch nochmal in den Kühlschrank und das dürfte auch nicht lang dauern, also ich würde es zur Sicherheit vielleicht einfach 20 Minuten in den Kühlschrank stellen und dann könnt ihr das schon rauslösen, wie ihr hier seht. Funktioniert das auch total einfach und gut und alles ist heil geblieben und es schmeckt auch wirklich sehr, sehr lecker. Auch wenn es eher nach Tod aussieht, aber es schmeckt nicht wie Tod. Ja, und das waren auch schon meine beiden Rezepte für dieses Video. Und im nächsten Video werden wir dann noch zusammen backen. Und zwar zum Beispiel Cake Pops. Allerdings nicht auf dem Stiel, sondern einfach ja, zum Hinlegen. Ist ein bisschen einfacher und trotzdem schmeckt es natürlich genauso gut und sieht trotzdem auch sehr, sehr cool aus. Und zum anderen gibt es dann auch noch Cupcakes in Form von einem Grab. Und wenn ihr da nicht abwarten könnt und ihr schon andere Halloween-Rezepte sehen möchtet, dann verlinke ich euch hier jetzt nochmal ein paar. Die habe ich in den vergangenen Jahren schon gemacht. Und das ist zum Beispiel der kotzende Kürbis und der Cheeseball. Das sind auch wieder mehrere Rezepte in einem Video. Dann habe ich auch noch so süße Sachen gemacht, andere. Und da gibt es zum Beispiel einen Cupcake mit Kürbis. Der war auch total lecker und Mousse au Chocolat auch als Grab. Dann habe ich noch kleine Kürbisse gemacht, die aber ohne Kürbis zubereitet sind. Die sehen nur aus wie Kürbisse und ist gefüllt mit Apfel und Pfirsich. Wenn ihr doch lieber noch was Herzhaftes wollt, habe ich hier noch diese Pizza im Angebot, wo es so aussieht, als hätte ich beim Zubereiten einen Finger verloren. Und falls ihr nochmal was ganz, ganz Einfaches machen wollt, dann habe ich hier noch diese Geister. Die sind sehr, sehr, sehr schnell zubereitet. Also auch nochmal was, wenn ihr eigentlich fast nichts da habt, um was für Halloween zuzubereiten. Ich glaube, die Zutaten hat so ziemlich jeder zu Hause. Und im letzten Video habe ich euch schon diese Rezepte gezeigt. Mit Hackbällchen in Form von Augen, einem Reisbällchen in Form von einem Kürbis und einer Paprika, die aussieht auch wie ein Kürbis.
Also falls ihr da nochmal reinschauen wollt, hier war alles jetzt verlinkt, aber falls ihr da verpasst habt zu klicken, ist alles auch nochmal in der Infobox. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Zubereiten und ich hoffe natürlich auch, dass es euch dann schmeckt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, tschüss!